Online-TV-Recorder ist ein Dienst, den man beauftragen kann, Sendungen im Fernsehen mitzuschneiden. Die Sendungen können nach Aufzeichnung heruntergeladen oder gestreamt werden. Dabei bietet Online-TV-Recorder ein kostenloses und ein Bezahlmodell an. In diesem Video soll es um die kostenpflichtige Variante gehen. Nach der Anmeldung muss man erstmal Geld einzahlen. Das gestaltet sich kompliziert. Nur Zahlungen per Vorkasse sind gebührenfrei. Ich habe mich für eine Einzahlung von 5 Euro entschieden. Es werden aber nicht die 5 Euro gutgeschrieben, sondern es wird vorher noch die Mehrwertsteuer abgezogen. Das verkompliziert das Verfahren. Man hätte einfach die Preise um 19% erhöhen können, statt schon vorher die Mehrwertsteuer abzuziehen. Nun kann man aber nicht direkt herunterladen, sondern muss eine Premium-Laufzeit wählen und aktivieren. Man zahlt also beispielsweise 99 Cent im Monat, um Zugriff auf die Premium-Funktionen zu bekommen. Immerhin bekommt man mit diesem Premium-Status die Möglichkeit, alle Sendungen anzuschauen, selbst wenn man sie in der Vergangenheit nicht aktiv programmiert hat zur Aufnahme. Der Seitenaufbau ist altbacken und kompliziert. Um überhaupt herauszufinden, welche Vorteile ein Premium-Status hat, muss man sich durch mehrere Untermenüs navigieren. Ich hätte mir zudem ein Plugin für das Mediasender Kodi gewünscht, in dem man auf alle Sendungen zugreifen kann. So etwas gibt es leider nicht. Um eine Sendung am Fernseher sehen zu können, muss also die Datei heruntergeladen werden und auf einen USB-Stick kopiert werden, den man dann an den Fernseher anschließt. Das ist im Jahr 2016 nicht mehr zeitgemäß. Bekannte Serien sind in Episoden und Staffeln gegliedert. Es gibt auch Sendungen, wie zum Beispiel die Höhle der Löwen, die nicht gut katalogisiert sind. Hier findet man durch die Beschreibung zwar die Episode, nicht aber die Staffel heraus. Immerhin erlaubt es Online-TV-Recorder, die Sendung zu streamen oder herunterzuladen. Die Preise sind dabei sehr fair und bewegen sich im Cent-Bereich. Die privaten Sender gibt es nicht in HD. Ich vermute, das hat rechtliche Hintergründe. Die Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen sind in HD verfügbar. Es stehen AVI- und MP4-Dateien zur Verfügung. Bei vielen Sendungen aus den privaten Sendern wurden mittels einer Schnittliste die Werbung bereits entfernt. Leider bleibt durch die komplizierte Zahlung und die Schwierigkeit, die Sendung direkt am Fernseher zu streamen, OTR ein Nischenprodukt. Ich würde größeres Potenzial sehen, wenn man die Sendung direkt am Fernseher streamen könnte. Falls ihr OTR selber nutzt, würde ich mich über einen Kommentar freuen, wie ihr den Dienst nutzt und was ihr davon haltet. Und auch wenn ihr euch schon mal überlegt habt, den Dienst zu nutzen, würde mich natürlich interessieren, warum ihr keinen Premium-Status habt, was euch davon abgehalten hat. Kommentiert schön fleißig, es hilft ja auch den anderen Nutzern.